Seit seiner Kindheit gibt Nico Töni Vollgas auf zwei Rädern. Wir von Highway TV schnuppern heute mal ein bisschen rein und gönnen uns eine Prise Höchstgeschwindigkeit. Ja, Nico, wie bist du denn eigentlich zum Motorradfahren gekommen und dann in weiterer Folge natürlich auch zum Rennsport? Also das Ganze hat für mich einmal durch meinen Papa angefangen, weil der ist selber schon Motorrad gefahren. Und als ich 4 war, habe ich zu Weihnachten eben ein Minibike gekriegt, ein kleines. Und damals ist mein Papa selber noch auf der Rennstrecke gewesen. Und da bin ich dann im Fahrerlager, eben habe ich meine ersten Runden gedreht. Und so hat das Ganze begonnen. Und dann mit 5 Jahren bin ich mein erstes Rennen in der österreichischen Minibike-Staatsmeisterschaft gefahren. Bin gleich Dritter geworden. Und mir hat das auf Anhieb so viel Spaß gemacht und ich wollte nie mehr aufhören mit dem eigentlich. Das heißt wirklich von Kindesbeinen an bis jetzt ins Erwachsenenalter? Ja, und Rennsport vergiftet war eigentlich immer schon, weil ich bin im Bauch von der Mama schon auf der Rennstrecke gewesen, weil der Papa Mechaniker beim Formel 3 Team war. Und die Motorengeräusche, das habe ich einfach im Blut. Und wie sieht es jetzt aktuell aus? In welcher Klasse fährst du da und wie schaut das aus? Jetzt aktuell bin ich im Alpe Adria Cup. Das ist eine internationale österreichische Meisterschaft. Also wie Europameisterschaft, fahren glaube ich 10 Nationen mit. Und da fahre ich eben in der Superbike-Klasse. Das sind 1000 Kubik Motorräder mit ungefähr 195 PS am Hinterradl. Und das ist eben dort in dem Cup die Königsklasse. Und da bin ich heuer als erstes Jahr dabei und schlage mir eigentlich nicht so schlecht. Wie ist die Saison bisher für dich gelaufen? Also die ersten zwei, also das erste Rennen ist sehr gut verlaufen. Da bin ich auf Anhieb Dritter geworden, das hätte ich mir eigentlich nie gedacht. Und dann im zweiten Rennen bin ich leider abgeschossen worden. Und von dort weg nachher, von dem Sturz, haben wir leider Elektronikprobleme gehabt, weil wir sehr lange gebraucht haben, bis wir draufgekommen sind, was das ist. Und jetzt, vergangenes Wochenende, war ich am Red Bullring testen und bin da von so einem Hobbyveranstalter halt zwar Superbike-Rennen mitgefahren und jetzt da funktioniert das Motorrad einwandfrei wieder und habe am Samstag das Rennen gewonnen und gestern, also am Sonntag, bin ich Zweiter geworden. Du hast es gerade vorher angesprochen, du bist abgeschossen worden. Wie gehst du mit den Gefahren um? Ist dir da schon einmal wirklich was passiert? Ich meine, du bist da jetzt zu Sturz gekommen. Wie geht es dir damit? Ja, ich meine, ich hab mir schon ein paar Mal was gebrochen. Ich habe mir zum Beispiel in Deutschland 2009 habe ich mir einen Daumen doppelt gebrochen. Und die Mittelhand habe ich mir beim Minibike-Fahren einmal gebrochen. Als Rennfahrer weiß man immer, dass eine Gefahr da ist, eine gewisse, aber sobald man aufsteigt und das Visier zumacht von Höhen, ist das verschwunden. Wie schaut eigentlich deine Vorbereitung aus, wenn ein Rennen ansteht? Wie bereitest du dich davor? Die Vorbereitung ist großteils einmal Fitness und da mache ich eben daheim selber mit eigenem Körpergewicht Übungen. Und nebenbei tue ich gern kicken. Da habe ich dreimal die Woche Training und das hilft auch extrem zur Ausdauer dazu, die, was man im Motorrad dann braucht für so ein Rennen. Und mental, wie schaut es da aus? Mental habe ich eigentlich, ich habe nicht so, dass ich einen Mentalcoach hätte oder so, das mache ich selber, aber nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und mich vorbereite auf ein Rennen oder so. Das ist einfach im Kopf drinnen. Und Nico, welche Ziele hast du dir für die nächste Saison bzw. für nächstes Jahr gesetzt? Also jetzt am Ende von der Saison und über den Winter steht einmal Sponsorensuche an, weil ohne die geht es einfach nicht, weil wir haben das Geld auch nicht. Und ja, wenn wir genug Geld aufstellen können, dann ist mein Ziel auf jeden Fall, dass ich nächstes Jahr wieder in dem Alpe Adria Cup dabei bin. Ja, aber wenn wir schon beim nächsten Jahr sind, dann sage ich dir jetzt gleich mal Arbeitskredit. Perfekt. Also, das ist mein Aprilia RSV4. Der hat 200 PS. Was auf die Straßen bringt, sind ungefähr 195 PS. Und ja, ein Sechsganggetriebe. Da sind eben da kann man die elektronischen Helferlein einstellen, wie Traktionskontrolle, Anti-Wheelie-Kontrolle. Kann man mit so einem Gerät auf der normalen Straße fahren, im normalen Straßenverkehr? Ja, mit dem kann man auf der Straße auch fahren, nur so wie sie da steht, kann man nicht auf der Straße fahren. Okay. Also da braucht man eben Licht, Blinker und Nummernverhalterung. Okay. Ist klar, okay. Ja. Und bist du im normalen Straßenverkehr auch unterwegs? Nein, ich habe leider keinen Anschein. Okay, ganz untypisch, na gut. Aber ja, anscheinend auf der Rennstrecke braucht man nicht. Gut. Ja, und auf jeden Fall, da sind Öhlins-Komponenten verbaut, Öhlins-Gabel. Hinten haben wir ein sogenanntes DTX-Öhlins-Federbein drin, das ist da drin. Und ja,
die Raffen sind auf jeden Fall nicht für den Straßengebrauch. Wir sind schon ein bisschen mitgenommen vom Redbulling-Wochenende jetzt da. Wie viele Reifen hast du da mit für so ein Rennen? Also pro Wochenende kann man immer rechnen mit ungefähr 5 bis 6 Hinterraffen. Okay. Und 2 bis 3 Vorderraffen. Wie schaut es eigentlich mit dem Spritverbrauch aus? Der Spritverbrauch ist ungefähr 1 Liter pro Runde, aber ist von Strecke zu Strecke verschieden. Also sie kann auch mehr brauchen als 1 Liter pro Runde. Okay. Und willst du das einmal hören? Kannst du einmal ausstarten? Ja, gern. Ja, Nico, ich muss sagen, ich habe mir jetzt richtig einen Guster geholt und hoffe, dass ich mich jetzt darauf schwingen darf. Ja, gerne.